freuen uns alle sehr, dass du da bist, Nico. Genau, Nico ist Professor für Strukturgeologie an der Universität Bonn mit dem Schwerpunkt Plattentektonik und Gebirgsbildung, vor allem in den Alpen. Nico hat in München studiert und in Bonn promoviert und dann hat er 12 Jahre in der Schweiz gelebt und geforscht, an der ETH Zürich und in Basel. Und seit 1999 ist er wieder in Bonn. Nico hält Vorlesungen über die Klimakrise schon seit 2018 und ist seit 2019 bei den Scientists for Future und seitdem auch mit Extinction Rebellion aktiv und jetzt auch bei uns, worüber wir uns natürlich sehr freuen. Genau, danach haben wir Dr. Tertio Müller. Tertio studierte Politikwissenschaften in Heidelberg, Boston und Brighton. In Brighton hat er promoviert. Er ist Globalisierungskritiker und war bei den Protesten in Seattle, Prag und Heiligendamm engagiert. Er war außerdem das Gesicht der Climate Justice Action bei der UN-Klimakonferenz in Kopenhagen 2019. Und auch die Castor-Transporte im Wendland 2010 hat er maßgeblich mitorganisiert und war einer der Organisatoren des Castor-Shortens. Genau, außerdem war Tertio maßgeblich an der Entstehung und Organisation von Ende Gelände beteiligt. Das heißt, er ist ein mega erfahrener Aktivist und wir freuen uns super, dass er uns heute ein bisschen da Einblicke gewährt. Das wird garantiert total spannend und ich freue mich sehr. Damit würde ich jetzt das Wort an Nico übergeben. Also, freut mich, dass ihr alle da seid. Und ich möchte über zwei Sachen berichten. Zunächst mal über den Stand der Klimakrise und darüber, wie ich Aktivist geworden bin. Dieses Foto hier, das ist, kennt ihr vielleicht, das ist ein sehr symbolhaltiges Foto über die Klimakrise. Das ist ein Kinosaal in Mayfield, Kentucky. Und letztes Jahr im Dezember hat es dort eine Serie von Tornados gegeben. Vorher kannte man im Dezember keine Tornados in dieser Gegend. Das war auch das erste Mal, dass das stattgefunden hat. Und diese Tornados sind so wie ein Rasenmäher durchs Land gegangen. Und diese Stadt Mayfield ist weitgehend zerstört worden. Und unter anderem hat es die Wand von diesem Kino weggerissen. Also das ist die Wand, wo vorher die Leinwand war, wo die Leute sich vielleicht irgendwelche Katastrophenmovies oder Actionmovies angeschaut haben. Und jetzt kann man aus den Sitzen von diesem Kino praktisch in die Zukunft schauen, in die Zukunft des Klimawandels. Und das ist eine Zukunft, wo man die Kontrolle verloren hat. Also Klimawandel bedeutet nicht, dass einfach die Temperatur 3 Grad hochgedreht wird oder 1,5 Grad oder 2, sondern auch, dass die Wetterextreme krasser werden. Und es führt einfach zu einem Kontrollverlust. Zunächst zur Erderhitzung. Rechts oben seht ihr die Ursache, die CO2 oder die Hauptursache, die CO2-Emissionen aus der Verbrennung der fossilen Brennstoffe und anderen Industrieprozessen wie Zementherstellung. Und von 1900 auf der Zeitachse bis 1950 hat sich das nicht sehr viel gesteigert und dann ist es immer stärker angestiegen. Und heute bei 36,4, also 2021, bei 36,4 Milliarden Tonnen innerhalb eines Jahres. Dementsprechend oder als Folge davon ist die globale Durchschnittstemperatur angestiegen. Und das ist die Grafik, die ihr rechts unten seht. Das kennt ihr alle. Die Punkte sind die globale Durchschnittstemperatur an der Erdoberfläche von jeweils einem Jahr. Und wir sehen, dass das so ab 1960 steil in die Höhe geht, abgesehen von diesen Schwankungen von Jahr zu Jahr, die auf die interne Variabilität und auf Phänomene wie Vulkanausbrüche und El Niño, La Niña-Zyklen zurückzuführen sind. Abgesehen davon geht es steil in die Höhe und insgesamt ungefähr linear. Das ist diese grüne Linie, das ist die beste lineare Ausgleichsgerade.
für diesen Anstieg. Und die letzten 7 Jahre haben sich zum größten Teil über dieser linearen, über dem linearen Trend abgespielt. 2021 sind wir wieder zurück gewesen auf dem linearen Trend, aber die letzten 7 Jahre waren insgesamt ein Stück über dem linearen Trend. Und wenn man den Durchschnitt von den letzten 7 Jahren macht, dann hat man eine Erwärmung von ungefähr 1,2 Grad Celsius über dem Durchschnitt von 1880 bis 1920. Also wir sind jetzt bei 1,2 Grad globaler Erwärmung. Links unten sehen wir eine Karte, wo die räumliche Verteilung davon zu sehen ist, im Jahr 2021. Wir sehen, dass auf den Kontinenten die Erwärmung stärker ist. Also je weiter rot das ist, gelb, rot, desto wärmer und hellblau sind die wenigen Gebiete, wo es ein bisschen kälter gewesen ist als in der Vergleichsperiode. Und wir sehen, auf den Kontinenten ist die Erwärmung größer als in den Meeren. Und am stärksten ist die Erwärmung im Bereich der Arktis. Also ganz oben im Norden ist die Erwärmung deutlich am stärksten. Das ist die arktische Verstärkung. Und das ist nicht nur 2021 so gewesen, sondern jedes Jahr. Und die Erkenntnis aus 2021, die größte Erkenntnis aus 2021 ist, dass die Erderhitzung nicht nur das Klima verändert, sondern auch das Wetter. Denn wir hatten in 2021 sehr viele, auffallend viele extreme Wetterereignisse. Und also das Klima und das Wetter ist nicht so streng getrennt oder überhaupt nicht getrennt, wie man sich das vielleicht früher vorgestellt hat. In 2021 haben wir gesehen, dass die Erderhitzung das Wetter beeinflusst. Und links oben ist das bekannteste oder berühmteste Beispiel die extreme Hitzewelle in Kanada Ende Juni. Die ganzen schwarzen Linien, das sind die Temperaturen aller Jahre, wo da gemessen wurde, jeweils links von Januar bis rechts Dezember. Alle Jahre gibt es so eine Zickzacklinie und die bewegten sich alle in so einem Streifen. Im Winter natürlich niedriger, im Sommer höher. Und die rote Linie ist die Temperaturentwicklung von 2021. Und das ging alles ganz normal bis Ende Juni. Und dann sind die Temperaturen einfach nach oben aus diesem Schwankungsbereich rausgeschossen. Und es hat einen neuen nationalen Wärmerekord gegeben von 49,6 Grad Celsius. Und das waren 4,6 Grad mehr als der bisherige Hitzerekord für Kanada. Und also sowas nennt man Smashing Records. Also alles bisher wird völlig in den Schatten gestellt. Und das ist auch ein Kipppunkt, der da erreicht wurde. Das sind nicht lineare Interaktionen innerhalb des Klimasystems, die dann so aus der Kontrolle geraten lassen. Und am nächsten Tag ist diese Messstation und das ganze Städtchen Lytton auch schon abgebrannt. Das sind diese Hitzewellen, dann rechts oben die Waldbrände in Sibirien, wo ich mich erinnern kann, letztes Jahr hat sogar Putin in einer Pressekonferenz gesagt, das sei eine nie dagewesene Katastrophe, eine Katastrophe unbekannten Ausmaßes. Dann links unten der Tornado in Kentucky, den ich schon erwähnt habe, und dann rechts die Überschwemmung in Zhangzhou in China, wo mindestens 300 Menschen ums Leben gekommen sind. Die wirklichen Opferzahlen werden wir da wohl nie erfahren. So, das war jetzt die 1,2 Grad Welt. Und was wir sagen können ist, 1,5 Grad wird auf jeden Fall noch viel schlimmer. Kann man sich fast nicht vorstellen, aber 1,5 Grad wird auf jeden Fall noch krasser werden als 1,2 Grad. Und das 1,5 Grad Ziel, das wurde 2015 in Paris beschlossen. Rechts oben sehen wir die jubelnden Tagungsteilnehmer.
aber das wurde im Grunde nicht umgesetzt. Und hier sehen wir Antonio Guterres, den UN-Generalsekretär, bei der Vorstellung des neuesten IPCC-Berichts. Und er sagt, dass nach den jetzigen Selbstverpflichtungen der Länder werden die globalen Emissionen mindestens 14% zunehmen in der jetzigen Dekade. Und das bedeutet Katastrophe, und das wird die Chance auf das Einhalten des 1,5-Grad-Zieles zerstören. Also Guterres sagt, mit 1,5 Grad wird es bei den jetzigen Selbstverpflichtungen der Länder nichts. Also das ist nicht irgendwie aus der Luft gegriffen, sondern das sagt Guterres. Und hier der Professor Adrian, Präsident des Deutschen Wetterdienstes, der hat gesagt am 9. März 2021, das könnte bedeuten, dass wir bis zum Jahr 2100 eher ein Plus von 3 bis 4 Grad Celsius erreichen werden. Und das 3 bis 4 Grad, das bedeutet das Ende der menschlichen Zivilisation. Also da kann es kaum Zweifel geben. Und zwar durch Dürre, Überschwemmungen, Missernten, Hungersnöte, tödliche Hitze, Konflikte um Ressourcen und Konflikte um die verbleibenden Lebensräume bis 2100. Und dann denkt man sich natürlich, ja, 2100, da ist ja noch eine Menge Zeit, das sind ja 78 Jahre, da können wir sicher noch ein paar Jahre schön leben, und die dann 2100 leben möchten, die haben halt Pech gehabt. Ich glaube, das denken im Unterbewusstsein viele Leute. Vielleicht denke sogar ich das im Unterbewusstsein. Aber es gibt da eben noch die Kippelemente des Klimasystems, und die können dazu führen, dass es alles noch viel schneller geht. Und hier nur ein Beispiel aus einem Paper, was vor einer Woche erschienen ist, 7. März 2022, deutlicher Verlust an Resilienz des Amazonas-Regenwaldes seit Beginn der 2000er Jahre in Nature Climate Change. Und aus dem Abstract, wir stellen fest, dass mehr als 3/4 des Amazonas-Regenwaldes Resilienz verloren haben, an Widerstandsfähigkeit verloren haben seit den frühen 2000ern. Und das ist konsistent mit der Annäherung an einen kritischen Übergang. Also die Beobachtung des Schwundes an Resilienz zeigt, dass wir uns an einen kritischen Übergang, also an einen Kipppunkt, annähern. Ein weiteres Beispiel, der Permafrost. Hier links das Bild zeigt die Temperaturverteilung, die Durchschnittstemperatur in der Arktis, also hier ist der Nordpol in der Mitte von der Abbildung, in der Mitte der Karte, Durchschnitt im Jahre 2020, und da lag ein riesiges Maximum über Nordsibirien, und das war dort über 6 Grad wärmer, dieses Maximum, das ist ein Bereich, wo es über 6 Grad wärmer war als im Durchschnitt 1979 bis 2000. Also irrsinnige Hitzewelle in Sibirien, und dementsprechend in Sibirien explodiert der Permafrostboden. Das mittlere Bild ist ein Gaseruptionskrater auf der Jamal-Halbinsel. Übrigens, die Jamal-Halbinsel ist da, wo das meiste Erdgas herkommt. Die Pipeline Jamal, habt ihr vielleicht auch gehört, ist mal die Rede von der Jamal-Pipeline. Das kommt genau von dort. Und dort sind zwei Dutzend von diesen Kratern entstanden seit 2013, der erste 2013, wo Gasexplosionen solche Krater bilden. Die sind bis 50 Meter breit und ein paar Zehner Meter tief. Und aus denen entweicht nachher auch kontinuierlich Gas, einschließlich Methan. Und das hier ist ein Paper, das ist gestern
veröffentlicht worden. Da sieht man etwas Ähnliches unter dem Meer. Das ist in der Beaufortsee nördlich von Kanada. Und dort hat sich in den letzten 9 Jahren, seitdem das letzte Mal dort den Meeresboden angeschaut haben, das sind Aufnahmen der Topographie des Meeresbodens, in den letzten 9 Jahren hat sich irgendwann hier so ein Becken gebildet. Und das ist 220 Meter lang, 74 Meter breit und 24 Meter tief. Ein Sinkhole nennt man das. Das ist ein Loch, das entsteht, wenn Permafrost, wenn Eis wegschmilzt und der Boden zusammenbricht. Also da sind üble Sachen im Gange. Der Permafrost kollabiert und gibt dabei Treibhausgase frei, und zwar CO2 und Methan. Bis jetzt ist der Beitrag an Methan nicht bedeutend. Also der Beitrag von Methan aus der Arktis ist bis jetzt mengenmäßig nicht bedeutend. Aber wir haben keine Ahnung, wie das weitergeht. Das ist das Gefährliche dabei. Wir können es einfach nicht, das kann einfach nicht prognostiziert werden, weil man weiß ja nicht, wie viel da unten drunter ist und wie viel da den Weg an die Oberfläche findet. Das ist wie eine Tretmine. Wir wissen nicht, wo es steckt, und wir wissen nicht, wie stark es ist. Es bringt eine sehr große Unsicherheit. Deswegen hier ein bekanntes Paper über Climate Tipping Points. Deswegen könnte es sein, dass wir bereits die Kontrolle darüber verloren haben, ob das Kippen des Klimasystems stattfindet. Eine rettende Gnade ist, dass die Geschwindigkeit, mit der der Schaden infolge des Kippens sich ansammelt und folglich auch das entstehende Risiko immer noch bis zu einem gewissen Grade unter unserer Kontrolle ist. Also das heißt, wir haben nur noch Einfluss darauf, wie schlimm die Klimaveränderung wird. Es gibt kein CO2-Budget mehr. Es gibt kein Budget mehr, wo so und so viel dürfen wir noch emittieren, und dann halten wir das 1,5-Grad-Ziel an. Da glaube ich nicht dran. Wir wissen einfach nicht, wo die Reise hingeht, und wir haben kein Budget mehr. Jede Tonne, deren Emission wir jetzt verhindern, zählt. Und da kommt diese Nachricht natürlich auch noch ganz fürchterlich dazu. 2021 hatten wir den höchsten CO2-Ausstoß in der Geschichte. Das ist jetzt auch letzte Woche veröffentlicht worden von der IEA. Den höchsten CO2-Ausstoß, 36,4 Milliarden. Und auch die größte Zunahme des CO2-Ausstoßes während einem Jahr in der Geschichte. Das sind ungefähr 100 Millionen Tonnen pro Tag, was die Menschheit da emittiert. Und jetzt, wenn man sich anschaut, der erste IPCC-Bericht war 1990, und mehr als die Hälfte der gesamten CO2-Emissionen sind seit 1990 getätigt worden. Und ich wusste von dem Problem schon 1990. Das hat mir ein Kollege an der ETH Zürich ungefähr 1989 erklärt. Und ich habe jahrzehntelang nichts dagegen gemacht, weil ich es einfach nicht geglaubt habe. Ich habe mir gedacht, wird schon nicht so schlimm sein. Aber es ist so schlimm. Und das ist eine Riesenschuld, die ich empfinde. So, was tun? Und hier rechts sehen wir aus dem IPCC-Bericht von 2018, welchem Pfad wir folgen müssen. Und hier ist, das ist immer hochgegangen, hoch, hoch, hoch. Das ist die Zunahme der Emissionen. Und jetzt müssen wir ganz steil runter auf Null. Und das ist die Vorgabe. Und wir müssen also eine richtig starke Wende schaffen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir die Klimawende mit den gleichen Mitteln erreichen, die bisher angewandt wurden. Klimakonferenzen, IPCC-Berichte, Wahlappelle, Vorträge, Änderung des individuellen Lebensstils und so weiter. Das sind Sachen, die haben uns hier hochbegleitet. Die IPCC-Berichte und die Klimakonferenzen, die haben uns hier hochbegleitet. Wir müssen jetzt was finden, was uns dort hinunterbringt. Wir müssen was völlig Neues machen. Und jetzt erzähle ich, also die Antwort ist, es muss massenhaften zivilen Ungehorsam geben. Jetzt erzähle ich ein bisschen, wie ich Aktivist geworden bin. Und zwar, ich bin Aktivist geworden, als ich diesen Vortrag hier gesehen habe von Mujib Latif in einer Konferenz, die ich mitveranstaltet habe. Geologenkonferenz in Bonn 2018.
Und da habe ich mir gedacht, jetzt bin ich schon mal da, jetzt höre ich mir auch diesen öffentlichen Abendvortrag an, als Mitveranstalter von der Konferenz. Und dieser Vortrag hat wirklich mein Leben völlig auf den Kopf gestellt. Da der Herr Latif hat da ganz ruhig und sachlich diese ganzen Grafiken gezeigt. Und mir ist also zunehmend die Kinnlade runtergegangen. Und ich habe während diesem Vortrag beschlossen, dass ich jetzt auch solche Vorträge halte. Und ich habe dann nur zwei Monate später, im Oktober, habe ich zum ersten Mal eine Vorlesung über den Klimawandel gehalten, als Erst-Vorlesung im ersten Semester von den Geowissenschaftsstudenten. Das war Oktober 2018 und habe ich auch gleich aufgezeichnet und auf YouTube gestellt. Und dann bin ich Anfang 2019 zu Extinction Rebellion gekommen. Das hier war das erste Swarming von Extinction Rebellion. Und das hat mir gleich alles unheimlich Spaß gemacht von Anfang an. Und dann habe ich an vielen Aktionen teilgenommen, unter anderem auch Rebellion of One. Letztes Jahr, wann war das, im Mai oder so, 2021. Und da hat dann der Generalanzeiger, die Bonner Tageszeitung, hat einen Artikel gemacht über mich. Und in der Rubrik Wissenschaft und Universität, das war besonders pikant. Und da steht also ganz klar, der Bonner Professor Nikolaus Rotheim hält zivilen Ungehorsam zur Abwendung der Klimakrise für unvermeidlich. Hat ganz Bonn gelesen. Und da habe ich mir gedacht, jetzt kriege ich doch sicher Ärger mit der Uni. Es wird doch der Rektor irgendwann mal sich melden und sagen, also Herr Frotzheim, jetzt ist aber gut. Und so. Aber ich habe nur positive Rückmeldungen gekriegt. Ich habe nicht viele Rückmeldungen gekriegt aus der Uni, aber die ich gekriegt habe, die waren alle positiv. Und also ich habe mit meinem Arbeitgeber keinen Ärger. Und ich glaube auch nicht, dass das Ärger gibt. Also, weil die Leute sehen einfach, dass es nötig ist. Die Leute sind sich einig, dass es nötig ist. Hier, das ist die letzte Aktion vor 3 Wochen gewesen, mit Elmar zusammen auf dem Vordach von der Europäischen Kommission, vom Büro der Europäischen Kommission. Das war am zweiten Tag vom Ukraine-Krieg und wir haben auf den Zusammenhang zwischen fossilen Brennstoffen und Kriegen im Allgemeinen aufmerksam gemacht bei dieser Aktion. Und das ist dann auch im Generalanzeiger gleich gekommen. So, und meiner Meinung nach sind die drei Kernpunkte von Extinction Rebellion, von diesen Aktionen, die drei Kernpunkte, die drei charakteristischen Sachen sind bewusste Übertretung von Regeln. Wir übertreten bewusst Regeln. Also zum Beispiel Straßensperren, das soll ja die Polizei machen. Das dürfen nicht irgendwelche Privatleute machen, so wie hier links, wo eine Aktion von XR Köln einfach mal die Ringstraße blockiert hat für einen Abend. War eine sehr schöne Aktion. Oder hier, das gefällt mir auch sehr gut, College Lawn Aktion. Da haben sie einfach in Cambridge den heiligen Rasen vor so einem College umgegraben, um gegen den Kohleabbau zu protestieren. Dann gehört auch immer wieder Mut dazu. Links unten sieht man Ausstiege in letzter Sekunde. Das ist das, wenn die Leute haben sich in ein Flugzeug gesetzt, haben sich ein Ticket gekauft, haben sich in ein Flugzeug gesetzt und haben dann gesagt, sind aufgestanden, haben eine Rede gehalten, dass sie dagegen sind und dass man solche Flüge nicht machen soll. Dazu gehört natürlich Mut und Überwindung. Oder sich hier oben ohne mit bemaltem Oberkörper oder beschriftetem Oberkörper in die Öffentlichkeit zu stellen. Also es zeugt von großem Mut und Opferbereitschaft. Also Extinction Rebellion, das ist mühsam. Hier zum Beispiel so einen Baum, den muss man erstmal bauen. Da steckt also richtig viel Arbeit dahinter. Dann ist es unbezahlte Arbeit. Es kann schmerzhaft sein. Also manchmal wendet die Polizei auch Schmerzgriffe an. Und es ist auch teilweise strafbar. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich, weil, also ich habe noch nie eine Aktion gemacht, wo ich mir nachher gesagt hätte,
ah, das war jetzt aber eine blöde Aktion, da wärst du am besten nicht hingegangen. Das ist immer so gewesen, dass ich gesagt habe, es war jetzt toll. Es ist immer eine positive. Einmal ist es das Gemeinschaftserlebnis ist sehr schön. Dann, man weiß einfach, dass es sinnvoll ist und man kriegt auch von den Menschen, die man dort trifft, die Rückmeldung, dass es sinnvoll ist. Teilweise auch von den Polizeibeamten. Sogar teilweise kriegen wir von den Polizeibeamten die Rückmeldung, hey, was ihr hier macht, ist gut. Und es hilft gegen die Depression. Die Klimakrise, das macht eine Depression. Und was gegen diese Depression hilft, ist Aktion. Und die Idee dahinter ist euch allen klar, ziviler Ungehorsam kann Missstände beseitigen. Und das hat hier die Frau Figueres gesagt, die Generalsekretärin von der Klimarahmenkonvention, von der Bürgerrechtsbewegung in den USA zur Unabhängigkeit Indiens, zu den Suffragetten in Großbritannien, haben wir zornige Menschen auf die Straße gehen sehen, wenn die Ungerechtigkeit zu groß geworden ist. Ziviler Ungehorsam ist ein sehr guter Hebel, um etwas zu erreichen. Zum Beispiel, dass die Engländer aus Indien abgezogen sind. Die wären da nicht mit guten Zureden abgezogen, sondern die sind einfach irgendwann entnervt abgezogen, weil ihnen dieser zivile Ungehorsam zu viel geworden ist. Oder die Suffragetten, die Frauen das Frauenwahlrecht durchgedrückt haben. Oder die Bürgerrechtsbewegung in den USA, die zumindest nach dem Gesetz die Rassendiskriminierung beseitigt haben. So, jetzt bin ich schon am Ende von meiner kurzen Präsentation. Also es geht darum, das Ziel ist, die Lebensgrundlagen zu erhalten, die Ressourcen nachhaltig zu nutzen, die Güter gerecht zu teilen. Also Klimagerechtigkeit ohne soziale Gerechtigkeit kann es überhaupt nicht geben. Und Frieden zu schließen. Nicht nur Frieden zwischen den Menschen, sondern auch Frieden zwischen den Menschen und der Erde. Weil im Moment machen wir Krieg gegen die Erde und wir wollen Frieden schließen. Und deswegen freue ich mich auch drauf, nach Berlin zu gehen, Anfang April und bei diesen Aktionen von Scientists Rebellion mitzumachen. Also wenn ich die Reichstagskuppel sehe, dann werde ich schon ganz wehmütig und freue mich darauf, freue mich drauf, da wieder in Aktion zu gehen. Okay, das war's schon. Danke. Super, vielen Dank, Nico, für diese doch sehr dramatischen und traurig stimmenden Infos, aber auch für die Inspiration des Aktivismus. Und Tatjo, möchtest du gleich weitermachen? Ja, hi. Erstmal danke, Nico, für den tollen Vortrag. Und ich fand deinen Satz, Aktivismus hilft gegen Depressionen, einfach wunderschön. Wahnsinnig wichtiger Satz, weil die Welt ist ein unglaublich dunkler Ort gerade. Und ich glaube, das nehmen wir alle wahr. Er wird die ganze Zeit dunkler, man kann teilweise gar nicht mehr morgens die Zeitung lesen oder abends die Nachrichten gucken. Und dass Aktivismus ein Gefühl von Handlungsfähigkeit vermittelt, in der Situation, in der eine riesige Krise dabei ist, die Überlebensfähigkeit der Menschen trägt, sich auf dem Planeten zu untergraben, und zwar auf eine Art und Weise, die total ungerecht ist. Nämlich wo die, die am meisten dazu beigetragen haben, am wenigsten darunter leiden und umgekehrt. In so einer Krise sagen, Aktivismus hilft gegen Depression, stellt Handlungsfähigkeit her und schafft auch Gemeinschaft, Community, Kollektivität, ist ein unglaublich wichtiger Punkt. Dafür einfach vielen, vielen Dank und danke an die Scientists Rebellion für eure Arbeit und fürs Organisieren. Danke, dass ihr alle da seid. So, jetzt ein bisschen zur Geschichte der Klimabewegung, des Kampfes, wo wir gerade stehen und warum die Wissenschaft, vor allem die Klimawissenschaft, endlich mal aus dem Knick kommen muss. Denn Nico und ich haben beide Doktortitel, Nico ist auch noch ein Professor, aber wir sind jetzt beide nicht John Schellenhuber oder Maya Göpel oder Stefan Rahmstorf, die ganz großen Namen der Klimawissenschaft. Und nee, ich will dich damit nicht kritisieren, aber die Leute, die in der Presse sind und die großen klimawissenschaftlichen Aussagen machen, die halten sich bisher weitgehend vornehm zurück, wenn es um Aktionen geht. Genau um die Aktionen, die Nico besprochen hat. James Hansen in den USA zum Beispiel.
ist jemand, der seit den 80er Jahren darüber redet, dass es eine Klimakrise geben wird, der lässt sich mit XR und zusätzlich in den USA verhaften. Kevin Anderson, Alice Bowes Larkin in Großbritannien, das sind Leute, die, Kevin Anderson fliegt nicht mehr zu Konferenzen und ist auch ganz, ganz offen. Die ändern ihren Habitus. Die sagen nicht nur radikale Dinge, denn Inhalte können ganz schön diskutiert werden, sondern die fangen an, sich anders zu verhalten, durchbrechen das eigene akademische, mithin auch elitäre, Business as usual und sagen, die Kacke ist so am Dampfen, dass wir jetzt anfangen, uns fundamental anders zu verhalten. Und das ist genau die Frage, die wir auch immer an die andere Seite stellen. When will you change your business as usual? Das müssen wir die auch an unsere Leute stellen. So. Eine etwas zu lange Präambel. Also, zuerst mal noch mal eine kürzere Zusammenfassung dessen, was Nico schon gesagt hat. Klimaschutz findet nicht statt. Alles, was ihr für Klimapolitik haltet, also im Sinne von Klimaschutz, ist ineffektiv. Ich habe hier eine Grafik vorhin im Grunde ist es so, dass seit 1992, als in Rio der sogenannte Erdgipfel stattfand, der Beginn dessen, was wir für globale Klimapolitik halten. Alle Meilensteine der Klimapolitik, Unterzeichnung des Kyoto-Protokolls, des Inkrafttretens des Kyoto-Protokolls, der Pariser Klimavertrag und so weiter und so fort. All das hat keinerlei empirisch messbaren Einfluss auf die Entwicklung von Treibhausgasemissionen gehabt und auf die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre. Weder national noch auf der europäischen Ebene noch global gibt es irgendeine Form von effektiver Klimapolitik. Klimaschutz findet nicht statt. Es ist sehr, sehr wichtig, das klar zu haben, weil wir auch denken, naja, der könnte schneller gehen oder besser werden. Nein, it does not happen. So. Und das bedeutet, dass bisher alles gescheitert, was wir getan haben, jede Politik, jede Policy, die an den Start gebracht wurde, um das Klima zu schützen, ist komplett gescheitert. Emissionshandel, totaler Bullshit. Das ist reiner Ablasshandel, einfach nur, we're going to feel better about ourselves. Den Offset-Knopf drücken, wenn man in Urlaub fliegt. Totaler Bullshit. Dann kann man vergessen. Hat keine empirisch messbaren Effekte. Gleichzeitig ist es so, dass die Klimabewegung, in der ich seit 2007, 2008 unterwegs bin, wir haben von 2015 bis 2018 hat die von linksradikalen Gruppen, die Ende Gelände oder den Hambis geführte Klimabewegung, alles richtig gemacht. Wir haben ständig effektive Aktionen gemacht. Als Ende Gelände sind wir immer zum Aktionsziel gekommen. Wir haben eine riesige Öffentlichkeit gezeigt. Wir haben der Welt gezeigt, 2017, dass Deutschland kein Klimaretter ist, sondern ein Braunkohle-Weltmeister. 2018 haben die Hambis den Hambi materiell verteidigt gegen RWE und NRW. Und das ist ganz beeindruckend. Und trotzdem haben wir durch die Kohlekommission ein Resultat bekommen, wo die eines der reichsten Länder der Erde erst in jetzt 16 Jahren aus dem dreckigsten aller fossilen Brennstoffe aussteigt, 2038. Das ist totaler Bullshit. Fridays kam auf den Plan. 1,4 Millionen Leute, größte Demo der BRD-Geschichte am 20.09.2019. Und die Regierung hat die Chuzpe, im selben Moment, in dem die Fridays Leadership auf der Bühne steht und Reden hält, ihr Klimapäckchen vorzulegen, das literally im Grunde ein Finger an Fridays for Future, die 1,4 Millionen Leute waren, gesagt hat, hey Leute, dass ihr auf der Straße steht und Klimaschutz fordert, interessiert uns einen Scheiß. Jetzt gibt es eine Regierung, wo die Grünen mit dabei sind und die redet darüber, den Kohleausstieg nach hinten zu verschieben. Klimaschutz findet nicht statt. Demos, Aktionen, Proteste, kluge Papers in Nature oder Science haben alle nichts gebracht. Das heißt, wir müssen uns fragen, angesichts der notwendigerweise katastrophalen Effekte, die das Umkippen des Klimasystems vom stabilen, instabilen Zustand haben würde, und ich habe jetzt nicht die Zeit darauf einzugehen, aber stellt euch mal vor, dass die Basis für sesshafte Landwirtschaft einfach verschwindet, weil man nicht mehr weiß, ob es stabile Wettermuster gibt, wann muss angepflanzt werden, wann kann geerntet werden. Nichts hat bisher funktioniert. Es braucht also, ganz oft, es braucht eine Radikalisierung. Darüber redet die Presse ja auch die ganze Zeit schon unter dem Frame Radikalisierung der Klimabewegung. Und ich persönlich bin jetzt jemand, der mit einigen anderen zusammen über friedliche Sabotage redet. Das heißt zum Beispiel, dass man eben nicht nur vom Kohletagebau blockiert, sondern ein paar Schräubchen aus den Kohlebaggern entstanden und die dann morgen nicht mehr funktionieren können. Oder den Neubau von Gaskraftwerken verhindert, weil
der Neubau eines Gaskraftwerks heute bedeutet, dass man auch in 50 Jahren damit noch fossile Brennstoffe verbrennen wird. Denn so ein Gaskraftwerk ist Kapital, das will halt amortisiert werden. So. Das heißt, wenn ich jetzt ein Gaskraftwerk baue, dann ist es eigentlich ein Angriff auf Menschen in der Zukunft. Das Bundesverfassungsgericht hat im April 2021 gesagt, dass die Freiheitsrechte zukünftiger Rechtspersonen können die Freiheitsrechte heutiger Rechtspersonen einschränken. Anders gesagt, wenn ich jetzt ein Gaskraftwerk baue, dann ist das ein heute durchgeführter Angriff auf Menschen in der Zukunft, der aber erst in der Zukunft seinen Effekt haben wird, aber der wird heute schon durchgeführt. Ich würde also sagen, dass zum Beispiel die Sabotage eines Gaskraftwerks-Neubaus eine Art Notwehr wäre. Das Ganze im Kontext, Paragraph 32 Strafgesetz, das Ganze im Kontext von Paragraph 34 Strafgesetzbuch, einem rechtfertigenden Notstand. Das Europäische Parlament hat den Klimanotstand ausgerufen. Nico bezog sich auch auf die Rede von Antonio Guterres bei der Veröffentlichung des IPCC-Reports, wo er im Grunde die Regierungen der Welt als Kriminelle bezeichnete. Der Klimanotstand ist völlig offensichtlich da. Die Frage ist, wie verhalten wir uns da denn? Und die Wissenschaft, die natürlich nicht nur da ist, um Wissen zu schaffen, sondern ich sage es als Recovering Academic, also jemand, der ein PhD hat und der gesagt hat, die Uni-Welt ist nicht meine. Es ist klar, die Wissenschaft ist auch ein Ort der Elitenreproduktion. Wissenschaft ist ein Ort, an dem auf gesellschaftlich akzeptable Weise Wissen produziert werden kann, auch dadurch müssen sie neutralisiert werden kann, weil habituell sich da nichts ändert. Das sind die wichtigen Leute, die in Anzügen und Kostümen irgendwo stehen, schreiben Papers, die halten Vorträge. Der Inhalt ist so ein bisschen irrelevant, weil wer kann sich noch an Inhalt erinnern? Mein mittlerweile, Alhamdulillah, Ex-Freund, nicht sehr politisch interessiert, als ich mich darüber aufregte, dass der IPCC-Bericht vor ein paar Wochen vor dem Wetterbericht in der Tagesschau kam und nach der Nachricht, dass die FIFA Russland ausgeschlossen hatte, ich dachte, das erscheint nicht genau der richtige Moment, um über einen Bericht zu reden, der in den Worten von Kate Dibiaski auf Don't Look Up beinhaltet, we're all gonna 100% for sure gonna fucking die. Da sagte mein jetzt Ex-Freund, naja, aber die Info kennen wir doch alle schon, das wissen wir doch schon alle. Das heißt, wir leben in einer Gesellschaft, die ich Verdrängungsgesellschaft nenne, in der neue Informationen ständig diskontiert werden kann, weil wissen wir alle schon. Es braucht eine Änderung des Business as usual. Und die Wissenschaft gehört zu den legitimsten Orten in der Gesellschaft. Das ist einer der mit am meisten Standing ausgestatteten Orte in der Gesellschaft, vor allem in einer titelaffinen, titelgläubigen Gesellschaft wie der deutschen. Und trotzdem ist es so, dass die Großen, die Großkopferten der Klimawissenschaft, Ramsdorf, Göpel, Schellenhuber etc., sich vornehm vor Fernsehkameras setzen und in Schellenhubers Worten sagen, dass wir unsere Kinder in einen Schulbus setzen, der mit 98%iger Wahrscheinlichkeit jedenfalls werden die Schulkinder mit 98%iger Wahrscheinlichkeit sterben in diesem Schulbus. Gegen die Wand fährt, also, danke, ganz genau. So. Und perfektes Timing dieser Intervention, wenn man das sagt. Und in so einer Situation können wir doch nicht einfach weitermachen, genau denselben Scheiß wie vorher zu machen, der mittlerweile total ineffektiv ist. Das ist doch Panne. Es ist nicht nur Panne, es ist feige, ich bin gerade ein bisschen mit Strafgesetzbuchparagrafen obsessed. Es ist meiner Meinung nach Paragraph 323c unterlassene Hilfe leisten. Immer wieder dasselbe zu machen, aber andere Effekte zu erwarten, ist ja auch nach Einstein die Definition von Wahnsinn. Und das ist im Endeffekt der Zustand, in dem die Klimawissenschaft heute befindet. Die machen immer wieder dasselbe, neue Papers schreiben und erwarten, dass darauf irgendwie eine andere Reaktion erscheint. Warum ist Stefan Ramsdorf nicht mit im Hambi gewesen? Hat den Danny mitverteilt? Wo sind die Leute aus dem PIC, wenn Ende Gelände Aktionen durchführt? Wenn Scientist Rebellion Gebäude blockiert oder wie nennt ihr das? Paper? Ich habe den Namen vergessen, wie das Papers ankleben. Mir fehlen heute ein bisschen die Worte. Jedenfalls ist mein Punkt der, die Klimawissenschaft muss sich ganz klar an die Seite der ungehorsam kämpfenden Klimabewegung oder Klimagerechtigkeitsbewegung stellen, weil ansonsten sie nicht mal ihre eigenen Worte ernst nehmen. Denn eine Situation, in der dieser Schulbus
ganz klar jetzt gegen die Wand fährt und man sich einfach nur dahin, man zwar die Möglichkeit hätte, das mit zu verhindern, aber einfach nur daneben steht und sagt, willst du mal, ich habe es mal berechnet, mit der jetzigen Geschwindigkeit wird dieser Schulbus, der gerade an mir vorbeirast, vermutlich mit 98% Wahrscheinlichkeit gegen die Wand fahren. Das ist nicht mehr effektive Klimawissenschaft, das ist sich hinter dem wissenschaftlichen Bullshit verstecken. Und gesagt, ja, unsere Karrieren könnten dabei doch leiden. I don't give a fuck. Really, I don't. Ich habe gerade eben von Fridays for Future Frankfurt auf Twitter gesehen, warum sollten wir noch in die Schule gehen? Im Grunde, wenn die Welt zu Ende geht. Wie können wir es wagen, die Klimawissenschaftlerinnen zu sagen, unsere Karrieren würden darunter leiden. Wenn meine Freundin Tetet auf den Philippinen jedes Jahr ihr Haus von einem Taifun weggespült wird. Wir müssen endlich anfangen, in Deutschland, alle, vor allem die Menschen mit Privilegien, all diese Privilegien in die Waagschale zu werfen und zu sagen, we're going for broke, because the world is going for broke. Ich setze jetzt meine Karriere, meine Zukunft, vielleicht auch meine Freiheit aufs Spiel. Denn es nicht zu tun, ist ethisch eine Sauerei, inhaltlich der totale Wahnsinn und Paragraph 323c, tatsächlich unterlassene Hilfeleistung. Und diese Art von Krimineller, diese Art von Strafbarkeit ist wiederum dann doch scheiße. Und da muss man einfach die deutsche Klimawissenschaft mal bei ihren eigenen Worten sagen, nehmt ihr euch denn selbst ernst, wenn ihr das tut, kommt mit auf die Straße, kommt mit blockieren, sonst seid ihr auch einfach nur Scheißlügner. Genau wie die Regierung, wenn sie über Klimaschutz redet. Danke. Ja, danke Tatjo für deine überzeugenden Worte zu der Rolle der Wissenschaft. Super. Ich würde jetzt halt gerne die Fragen vom Publikum vorlesen. Da war eine Frage von Friedrich, Frage an Professor Nico Freuzheim. Sind in den 1,2 Grad globale Durchschnittstemperatur die geschätzten 0,5 bis 1 Grad einberechnet, die auf den wegfallenden Kühlungseffekt der Aerosole in der Atmosphäre zurückgehen? Ja, also das ist ja jetzt für die Projektion in die Zukunft. Oder? Also, ja, es gibt die Annahme von James Hansen, der schreibt das immer, der nimmt an, dass dieses Ausbrechen in den letzten 7 Jahren, sind wir über dem linearen Trend, dass dieses Ausbrechen auf die bessere Rauchgasentschwefelung und so weiter, also die Abnahme der Aerosole zurückzuführen ist. Gerade in Asien haben die Chinesen und so, die haben angefangen, ihre Abgase besser zu reinigen. Und das ist möglicherweise oder wahrscheinlich der Grund dafür, dass es die letzten 6-7 Jahre nach oben aus dem Trend rausgegangen ist. Die Frage zielt aber wahrscheinlich auf die zukünftigen Erwärmungen, die unvermeidlich sind, auch wenn wir jetzt 100% aussteigen würden. Und das kann ich im Grunde auch nicht beurteilen, wie groß diese unvermeidlichen zukünftigen, wie groß der Betrag von unvermeidlichen zukünftigen Erwärmungen ist. Also Rahmstorf sagt zum Beispiel, wenn wir jetzt auf Null gehen würden, würde sich die globale Temperatur innerhalb weniger Jahre stabilisieren. Das sagt Rahmstorf. Und der versteht eigentlich, also auf jeden Fall deutlich mehr als ich von der Sache. Und deswegen bin ich geneigt, ihm da zu glauben. Also es sagt, wenn wir, was ja nicht realistisch ist, wenn wir jetzt zack auf Null gehen würden, mit den Emissionen, dann würde sich das schnell stabilisieren. Okay, danke. Dann die nächste Frage an Tatjo.
dass ziviler Ungehorsam möglicherweise etwas bewegen kann, ist okay, verstehe ich, fragt der Fragende oder die Fragende. Aber gibt es wissenschaftliche Belege dafür, dass ziviler Ungehorsam nachweisbar mehr bewirkt als zum Beispiel eine Demo-Teilnahme oder politisches Engagement derselben Person? Zuerst mal ist ziviler Ungehorsam politisches Engagement. Es ist nicht, wir haben oft ein etwas enges Verständnis vom Politischen als Parteipolitik oder in Parlamenten stattfinden oder wählen und so weiter und so fort. Politisches Engagement hat ganz, ganz, ganz viele Dimensionen und ich würde sagen, einmal alle 4 Jahre wählen gehen, ist eines der in meinem Leben weniger relevant für politische Events. Zweiter Punkt. Ich will damit nicht sagen, ihr solltet nicht wählen gehen. Sorry, ich will damit nur sagen, es gibt ganz viele Arten des politischen Engagements. Zweitens, soziale Bewegungen bestehen immer aus einer Breite von Akteuren, die ganz viele verschiedene Taktiken miteinander kombinieren. Ziviler Ungehorsam ist natürlich nicht das einzige Tool im Arsenal einer Bewegung. Aber es ist ein wichtiges Tool, wenn zum Beispiel große Demonstrationen nichts mehr bringen. Diese wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt es auf jeden Fall. Ich könnte jetzt auf Bücher verweisen, 1977, Piven and Clower, Poor People's Movements. Da wird nicht nur von zivilem Ungehorsam geredet, da wird auch von Riots geredet. Okay, ich werde versuchen, langsamer zu sprechen, aber es gibt auch viel Information zu vermitteln und ich bin nun mal ADHS-Hektiker. Ich versuche mal einen Zug von John zu nehmen. Es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse, die jetzt belegen, dass ziviler Ungehorsam unter bestimmten Situationen das Einzige ist, was eine Bewegung nach vorne bringt. Wenn zum Beispiel die in Großbritannien 2003 bei der Antikriegsdemo gegen den Irakkrieg 1,5 Millionen Leute auf der Straße sind, das aber einfach nichts ändert an der Kriegsstrategie der britischen Regierung, hätten sich nur ein Zehntel dieser Leute auf die Straße gesetzt und London blockiert, dann wäre da wochenlang nichts gegangen. Und dann hätte die britische Regierung vielleicht immer das anders sehen müssen. Ziviler Ungehorsam erhöht nämlich die Kosten, Reputationskosten, politische Kosten, aber auch ökonomische Kosten für Akteure, politische und ökonomische Akteure. Und genau darum geht es ja. Eine Demonstration versucht, Mehrheitsmeinungen zu verschieben. Aber 2018 hatten wir sogar 50% aller AfD-Supporterinnen für einen schnelleren Kohleausstieg. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich mit der AfD zusammenarbeiten will. Kein Platz für Nazis, Nazis aus dem Maul. Aber wir hatten eine riesige Mehrheit der Bevölkerung hinter uns und wir haben am Ende trotzdem einen Scheißkohle auf den 2038 bekommen. Es kann nun mal so sein, dass einfaches Demonstrieren, Verschieben von Mehrheitsmeinungen nicht den gewünschten Effekt hat. Weil zum Beispiel, wenn dann erstmal die Fragen von der Straße ins politische System genommen werden, wie in der Kohlekommission, da haben dann diese Demonstrationen einfach keine Macht mehr. Demonstrationen können auch langsam diskontiert werden, die können auch einen sinkenden Grenznutzen haben. Es braucht oft Eskalationsdynamiken, gerade weil wir in einer medialisierten Öffentlichkeit leben. Und der letzte Punkt ist, jede Bewegung braucht besseres Marketing. Immer. Sorry, ich sage das gerade hier unten. Der Punkt ist nochmal, soziale Bewegungen bestehen aus ganz vielen verschiedenen Praxen. Wenn jetzt jemand sagt, ziviler Ungehorsam ist nicht mein Ding, das verstehe ich total. Ich habe zum Beispiel ein Polizeitrauma. Ich wurde mal im Knast gefoltert. Und zwar nicht auf so eine lustige BDSM-Art und Weise, sondern halt auf eine echte Folterart und Weise. Und das kann bedeuten, dass für mich zivile Ungehorsam-Aktionen so schwierig sind. Ich versuche es trotzdem zu machen. Aber manche Leute wollen kochen. Mein Ehemann zum Beispiel, der sagt, ich bin kein großer irgendwie Aktionist, aber ich kann gerne auf ein Klimacamp gehen und Karotten schnippeln. So. Das ist auch politischer Aktivismus. Ich muss also verstehen, dass politischer Aktivismus aus ganz vielen verschiedenen Praxen. Und die müssen zusammen einen synergetischen Effekt ergeben. Aber man muss halt eben auch sagen, Demonstrationen bringen momentan nichts. Die größte Demo der BRD-Geschichte hat keinen Klimaschutz produziert. Und deswegen einfach weitermachen, halte ich nicht für eine akzeptable Position. Halte ich auch für eine ethisch akzeptable Position. Okay, super, danke. Vielleicht kann ich da noch ergänzen. Also es gibt tatsächlich auch Literatur aus den Sozialwissenschaften, die sich angeguckt haben, welche Bewegungen haben das geschafft, einen wirklichen Systemwandel auszulösen. Und da war der gewaltfreie zivile Ungehorsam halt der Gewinner. Wir haben da auch auf unserer Webseite auf scientistrebellion.com unter The Science so eine kleine Literaturauswahl, wo man gerne auch mal nachgucken kann. Wo ich da noch ganz kurz... Diese Studien, die kenne ich auch, die sagen, der gewaltfreie zivile Ungehorsam. Man muss immer auch dazu sagen,
dass gewaltfreies Widerungehorsam oft das hat, was Andreas Malm eine Radical Flank nannte. Zum Beispiel, klar, der Indian National Congress war geführt von Mahatma Gandhi, war und Nehru war der Akteur, mit dem die Briten verhandelt haben, um auch hinauszukommen. Die haben aber mit Gandhi und Nehru geredet, weil in den Wäldern Indiens Subhas Chandra Bose eine Guerilla-Armee sammelte von über 20.000 Kämpfern. Warum wurde mit MLK geredet, Martin Luther King? Naja, weil links von ihm die Black Panthers und Malcolm X standen. Es ist wichtig, dass Bewegungen als Drohfaktoren wahrgenommen werden. Die Gesellschaft, die sich nicht ändern will, und wir wissen alle, dass die deutsche Gesellschaft sich nicht zurzeit ändern will. Wir leben in einer Verdrängungsgesellschaft. Da poste ich gleich nochmal einen Link zu einem Text, den ich in meinem Newsletter geschrieben habe. Dann muss der Gesellschaft gezeigt werden, liebe Leute, wenn ihr nicht auf unsere Forderungen eingeht, dann werden Kosten entstehen. Die letzte Generation hat das gemacht. Man hat damit hat mit 30 Leuten riesige mediale Aufmerksamkeit bekommen. Es ist also wichtig, dass gezeigt werden kann von der Bewegung, wenn ihr nicht das macht, was notwendig ist, wenn ihr solltet sagen, das Demokratieargument, wenn ihr solltet sagen, aber die Demokratie, sage ich, ja, wenn alle Leute, die auf den Philipp von deutscher Braunkohlepolitik betroffen würden, auch über deutsche Braunkohlepolitik abstimmen dürften, dann wäre es ja ganz anders, die Leute auf den Philippinen oder in Bolivien. So, das heißt also, wenn die Gesellschaft sagt, nur wir ändern uns nicht, weil wir keinen Bock haben, unseren Lebensstandard aufzugeben, dann muss man eben sagen, tja, dann greifen die hier ein und internalisieren die Kosten mal wieder, die wir immer auf andere verteilen. Das heißt also, ziviler Ungehorsam ist wichtig, aber auch das ist nicht the winning strategy, sondern je breiter wir aufgestellt sind, desto besser. Genau. Nico? Ich bin völlig einig mit dir. Ich möchte nur noch eines sagen. Ziviler Ungehorsam und Widerstand alleine, das habe ich so ein bisschen in den Kommentaren hier gelesen, dass die Leute meinen, wir wollen nur zivilen Ungehorsam. Das zivile Ungehorsam soll es alleine schaffen. Und das ist nicht die Idee. Wir müssen auch, es muss auch etwas geben, was die Gesellschaft auffängt. Und das ist Transition. Also wir müssen auch ein Gegenmodell anbieten. Und ein ganz einfaches Gegenmodell ist, wenn man sich selber seinen Strom schafft durch eine Photovoltaikanlage. Das ist billiger, die Sachen sind heute billiger als jedes Kraftwerk. Der Strom wird auf dem Dach billiger hergestellt als durch jedes Kraftwerk. Und das heißt, das ist eine Alternative. Und das hat ja auch schon zum Rückzug der fossilen Brennstoffe geführt. Der Rückzug der fossilen Brennstoffe hat schon angefangen und jetzt kommt aber unsere Regierung plötzlich und sagt, nee, wir wollen jetzt die Braunkohle wieder aus der Mottenkiste holen, wir wollen das Atom wieder aus der Mottenkiste holen. Im Grunde, die Transition, die hat schon angefangen. Und eine andere Sache ist die Ernährungswende. Die Ernährungswende hat angefangen, würde ich sagen. Bei meinen Studierenden, da ist fast niemand mehr, das werden immer weniger, die da Fleisch essen. Die Ernährungswende ist auf einem guten Weg. Oder die solidarische Landwirtschaft. Das sind alles Sachen, die zeigen, man kann auch besser leben, als wir hier in den letzten 50 Jahren gelebt haben. Und das ist meiner Meinung nach auch genauso wichtig wie der Widerstand und der zivile Ungehorsam, dass praktisch Alternativen aufgezeigt werden, dass gezeigt wird, man kann besser leben. Ja, vielleicht dürfte ich da kurz was sagen. Ich sage gleich auch noch was zu sozialen Kipppunkten. Ich sage immer, das sind alles total gute und wichtige Sachen, die werden aber nichts weiter bleiben als Palliativpflege für einen sterbenden Planeten, wenn wir nicht schnell genug ganz viel Druck aufbauen, damit schnell genug politische Maßnahmen umgesetzt werden. Und dazu braucht es uns einfach als Bewegung. Auf jeden Fall bin ich einverstanden. Aber man muss eben auch zeigen, wie man besser leben kann. Ich möchte noch ganz kurz auch das an Nana gesagt anschließen. Nico, du hast recht, es gibt Verbesserungen in Bezug auf Ausbau von Erneuerbaren. Die werden jetzt ausgebremst. Was aber eigentlich nicht passiert, oder sind nur sehr begrenzt, ist das Runterfahren fossiler Brennstoffe. Ich meine, die EU-Kommission hat gerade gesagt, dass Investitionen in die Infrastruktur von Gas, es gibt eines der großen Projects of Common Interest, der
EU-Kommission ist der Bau von fossiler Gasinfrastruktur in der ganzen Europäischen Union. Das würde einen sogenannten fossilen Lock-in schaffen. Also du hast eben eine Infrastruktur, die wird gebaut, dann wird ja auch genutzt eine Zeit lang. Das heißt, es ist ein bisschen eine Illusion zu sagen, also ja, der erneuerbare Ausbau findet statt. Aber was ein bisschen eine Illusion ist, ist zu glauben, dass die fossilen Brennstoffe dadurch auf dem Rückzug sind. Das ist global nämlich nicht der Fall. Das ist übrigens auch interessant. Die Entstehung neuer Energieregime, zum Beispiel als Öl, die Kohle, also als das Ölzeitalter, das Kohlezeitalter überholte, das führt nicht dazu, dass weniger Kohle verbrannt wird. Nur, dass mehr Öl verbrannt wird und das in den wichtigeren Sektoren. Der Beginn des Kapitalismus hat im Endeffekt nicht dazu geführt, dass es weniger feudale Arbeit gab oder Sklavenarbeit. Ein neuer Produktionsmodus oder eine neue kapitalistische Entwicklungsweise oder ein neues Energieregime ersetzen die alten nicht, sondern überlagern sie und sozusagen organisieren sie unter sich neu. Wenn wir jetzt einen grünen Kapitalismus hätten, mit erneuerbaren Energien, dann würde auch der fossile Kapitalismus dadurch radikalisiert werden, denn die ganzen Stoffe für die E-Autos müssen ja irgendwo aus dem Boden geholt werden. Wir müssen auch von Wachstumskritik reden, wir müssen von Degrowth reden, von Postwachstum, denn ein Wirtschaftssystem, das für unendliches Wachstum auf dem endlichen Planeten unendlich viele Ressourcen braucht, that's just crazy. Das können echt nur durchgeknallte und neoliberale Ökonomen sagen. Ja, danke, Tatjo. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch eine Frage, damit wir noch mehr Zeit haben, dann über Scientist Rebellion ein bisschen zu reden. an Nico ist sie gerichtet. Wurden Sie, Professor Freuzheim, bereits strafrechtlich belangt? Und falls ja, in welchen Situationen und welche Strafen folgten? Was hält in Ihren Augen viele Wissenschaftlerinnen, besonders ihrer Zunft, davon ab, selbst zivilen Ungehorsam zu leisten? Das sind eigentlich zwei Fragen. Ich habe schon verschiedene Ordnungswidrigkeiten begangen, so Verstoß gegen das Versammlungsrecht und so, das ist meistens eine Ordnungswidrigkeit, aber auch ein paar Straftaten. Aber bis jetzt haben sich diese Verfahren noch nicht über das Stadium der Vernehmung hinaus entwickelt. Also ich kann da im Grunde nichts sagen. Ich kriege da immer solche Briefe, da steht drin, Ihnen wird vorgeworfen, das, und dann steht halt so, was es alles für Vergehen sind. Und es ist bis jetzt noch nichts weitergegangen. Und ich glaube, ich kann da nichts drüber sagen. Ich weiß nicht, wie das weitergeht. Aber ich habe auch einen Anwalt, der kümmert sich darum. Und ich glaube, man muss, also ohne Gewähr, aber ich glaube, damit man seinen Beamtenstatus los wird, muss man ein Jahr Gefängnis kriegen. Und davon ist es noch sehr weit entfernt. Aber ich glaube mal, viele haben die Befürchtung, dass sie sich ihre, viele, die am Anfang ihrer Karriere stehen, haben die Befürchtung, dass sie sich ihre Karriere vermiesen. Aber da sage ich einfach, da muss man einfach sagen, we are fucked anyway. Also wir haben sowieso eine äußerst schwierige Prognose. Das wird sowieso nicht so weitergehen und da kann man ruhig auch mal ein bisschen mehr riskieren. An diesem Punkt, also ich habe tatsächlich auch Repressionserfahrung. Ich bin dreimal verurteilt worden wegen öffentlichen Aufrufs zu Straftaten, wegen Widerstand und noch irgendeiner Geschichte. In allen Fällen waren es Geldstrafen von unter 1.000 Euro, von denen die Hälfte von der Roten Hilfe, einer Gefangenenhilfeorganisation der alten Linken, im guten Sinne gemeint, alte Linke, ungewöhnlich, getragen wurden und die andere Hälfte von der Kampagne. Mir selbst, ich bin nicht vorbestraft, ich habe keinen dieser Euro zahlen müssen und die Bewegung, soziale Bewegungen sind auch dafür da, um uns zu unterstützen, wenn Repression passiert. Man ist nicht alleine, wenn der Staat versucht, gegen einen vorzugehen, hilft einem die Bewegung. Und ich bin wirklich schon lange dabei und ich kenne ganz wenige Leute, die irgendwie länger, die überhaupt mal eine Gefängnisstrafe absitzen mussten. Es ist so, dass es eher die Scham ist,
und eine irrationale Angst, die uns abhält, falsche Regeln zu durchbrechen. Und da müssen wir halt einfach sagen, es ist ethisch absolut notwendig, heutzutage falsche Regeln zu brechen. Und in diesem Land, in dem es normaler ist, Braunkohle zu verbrennen, als Sexarbeiter zu sein, was ich gelegentlich auch bin, muss ich immer sagen, sorry, dann müssen da die Regeln gebrochen werden, weil die Regeln der Normalität sind so, dass wer sich normal verhält, die Welt zerstört. Es sind nicht die Perversen, Leute, so crazy, queere Säue wie ich, die die Welt kaputt machen, sondern es sind die Normalen, die, die sich an die Gesetze halten. Nico, vielleicht ganz kurz, damit wir... Ganz kurz. Also nicht, dass der Eindruck entsteht, wir würden hier nur solche krassen Sachen machen. Es gibt also alle Aktionsbereiche und bei Scientist Rebellion auch. Also es gibt Sachen, die völlig, völlig harmlos sind. Und ich habe auch nicht, bin auch nicht von Anfang an hergegangen und habe mich irgendwo angekettet. Da wächst man rein. Und ich hatte auch bei jedem neuen Schritt hatte ich jede Menge Herzklopfen. Also es ist nicht so, dass wir so die, also Tazio vielleicht, aber ich bin jedenfalls nicht so die total coole Sau, die das alles locker macht, sondern das ist eine Sache, wo man sich entwickelt. Genau, super, gute Überleitung. Danke, Nico und Tazio. Dann würde ich jetzt noch gerne was zu Scientist Rebellion sagen und was wir so machen, wie wir aufgebaut sind. Also erstmal, wir sind nicht Extinction Rebellion, wir sind eine Schwestergruppe, die sich da so ein bisschen rausgelöst hat, weil wir nicht nur beratend zur Seite stehen wollen, sondern wir wollen wirklich Wissenschaftlerinnen für den zivilen Ungehorsam mobilisieren und quasi eine radikale Gruppe auch irgendwie so sein, zu jetzt im Verhältnis zu Fridays und auch Scientists for XR zum Beispiel. Genau, und wir sind auch ein bisschen anders organisiert, ein bisschen horizontaler und wir üben uns in radikaler Solidarität. Das heißt, wenn Menschen Aktionen durchführen wollen, die gewaltfrei sind, niemandem schaden, dann würden wir uns nicht querstellen zum Beispiel. Wo es halt bei XR in manchen Ländern, da gibt es halt so Gruppen, die halt Aktionen durchwinken oder halt stoppen können. Das ist bei uns nicht so. Genau. Wir haben, beziehungsweise Nico hat über Kipppunkte geredet, gruselige, tödliche Kipppunkte im Erdklimasystem. Es gibt aber auch die positiven gesellschaftlichen Kipppunkte und zu denen müssen wir ganz schnell kommen. Einfach, dass in der Gesellschaft die Toleranz immer weiter sinkt gegenüber politischer Inaktivität und wirklich politisch kriminellem Handeln gegenüber unserer Zukunft. Wie kommen wir da jetzt ganz schnell hin? Also unser Problem ist wirklich die Zeit. Wir haben keine Zeit mehr. Und wie Tazio deutlich gemacht hat, alle konventionellen Wege wurden über Jahrzehnte benutzt, sind total ausgeschöpft. Wir können einfach nicht so weitermachen wie bisher und wir müssen einfach neue Wege finden, uns Gehör zu verschaffen und wirklich auch Druck aufzubauen. Wie Tatja auch richtig sagte, das geht jetzt nicht nur darum, dass es oft ein Missverständnis beim zivilen Ungehorsam, dass es dabei Aktionen darum geht, alle jetzt davon zu überzeugen, sondern es geht wirklich darum, Trouble zu machen, Druck auszuüben, so dass die Regierung irgendwie reagieren muss und gar nicht wegschauen kann. Und das funktioniert halt am besten, wenn in der Gesellschaft schon ein Bewusstsein für das Problem da ist. Und irgendwie 80% der Menschen wissen, dass wir irgendein Problem mit dem Klima haben, aber den wenigsten ist wirklich bewusst, ist das Ausmaß, die Permanenz und die Tragik wirklich bewusst. Aber viele denken ja, okay, wäre super, wenn das geklärt wäre. Genau, das heißt, wir brauchen dringend diese positiven Kipppunkte und da spielt Scientist Rebellion halt eine ganz wichtige Rolle. Das denken wir jedenfalls. Also, dass halt Menschen vorweggehen müssen, die einen hohen gesellschaftlichen Ruf haben, die Ansehen haben in der Gesellschaft, dass die wirklich mitmachen. Und die Wissenschaft hat jetzt über Jahrzehnte die Daten neutral formuliert und wir wollen einfach die Emotionen transportieren auch die diese Daten in uns auslösen. Weil die meisten Wissenschaftlerinnen sind nämlich total besorgt und sagen im Privaten so, wow, ey, wir sind echt krass am Arsch, so auf Deutsch ausgedrückt. Und wir möchten das wirklich der Bevölkerung deutlich machen. Und das geht halt am besten, wenn man tatsächlich Skin in the Game packt. Das heißt, wenn man wirklich auf die Straße gibt und Opfer bringt. Das heißt, wenn man es ernst meint, kann man durch den zivilen Ungehorsam nur an Glaubwürdigkeit gewinnen. Um das mal metaphorisch auszudrücken,
wenn eine Wissenschaftlerin und eine andere Person in einem Haus sitzen und es brennt und die Wissenschaftlerin sieht, es brennt, die andere Person nicht und dann sagt, hey, hier ist ein Feuer, wir werden das Dach wird einstürzen, wir werden alle sterben und das ganz ruhig sagt und sich dann wieder der Morgenzeitung zuwendet, ist es sehr verständlich, wenn die andere Person das nicht ernst nimmt. Wenn ich aber die Gefahr erkenne, das rausschreie, das Fenster einschlag, die andere Person rausziehe, dann ist es sehr viel wahrscheinlich, dass ich ernst genommen werde mit der Botschaft, die ich da vermitteln möchte. Genau, das heißt, diese Opferbereitschaft ist total essentiell, weil das sind Sachen, die wir machen, die macht man normaler. Also das ist jetzt auch nicht mein größtes Hobby, mich auf eine Straße zu setzen, irgendwo anzuketten und vom Polizisten weg. Also ich habe Besseres mit meiner Zeit zu tun, echt ernsthaft. Also ich wäre wirklich, wirklich froh, wenn ich das nicht machen müsste. Und ich denke, dass das auch gesehen wird. Also dann setzt es halt einen Denkprozess auch in Gang, so warum macht sie das jetzt hier? Und wie gesagt, es gibt auch gute sozialwissenschaftliche Literatur dazu und auch überhaupt jetzt, ohne das wirklich jetzt statistisch auszuwerten, es gab halt andere Gruppen auch, wie Martin Luther King oder die Suffragettes, denen wurde auch gesagt, was ihr macht, bringt nichts. Also immer. Aber es hat letztendlich funktioniert. Und ich denke, wir müssen uns einfach von dem Gedanken loslösen, einen perfekten Weg finden zu wollen, sondern wir sollten mit der Option gehen, die am erfolgswahrscheinlichsten ist und einfach neue Sachen ausprobieren. Genau. Das heißt, we want to think big. Also Scientist Rebellion gibt es erst seit Ende 2020. Wir konnten bereits im März letzten Jahres über 100 Wissenschaftlerinnen auf der ganzen Welt mobilisieren, sich an Aktionen des zivilen Ungehorsams zu beteiligen. Im Sommer haben wir den dritten Teil des IPCC-Berichts geleakt. Der wird jetzt erst im April veröffentlicht. Das war auch sehr erfolgreich als Aktion. Also es hat uns schon viel Aufmerksamkeit beschert, viele Interviews, wo wir wirklich uns Zeit hatten, auch zu erklären, was wir sagen wollten. Wenn man sich auf einer Demonstration beteiligt und mit 100.000 durch die Gegend läuft, ist es eher unwahrscheinlich, dass einem ein Mikro ins Gesicht gehalten wird und man wirklich die Gelegenheit hat, auch der Öffentlichkeit seinen Standpunkt zu erläutern. Genau. Und dann hatten wir unsere größte Aktion im November bei COP26 in Glasgow, wo wir es geschafft haben, mit 20 Wissenschaftlerinnen eine wichtige Brücke im Zentrum zu besetzen für 5 Stunden. Das war die größte Aktion, alle anderen waren gescheitert wegen der hohen Polizeipräsenz. Es gab Verhaftungen, 3 Personen waren eine Nacht im Gefängnis und es war all over the news. Also nicht nur die Lokalpresse, sondern BBC, The Guardian, Washington Post haben über uns berichtet. Und es waren nur 20 Leute, also das ist völlig, also 100 wäre machbar gewesen, denke ich. Also da sieht man die Scalability, die wir hier anstreben könnten. Genau, und das hat uns natürlich gut Aufwind beschert. Wir müssen einfach aktiv werden, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler. Die Fridays sind auf die Straße gegangen. Wir hätten von Anfang an mit dabei sein müssen. Die haben die Notwendigkeit gesehen, lauter zu sein. Wo war die Wissenschaft? Also viele haben dazu Briefe geschrieben, sich dazu geäußert. Aber es ist einfach, es wird so schnell übersehen, wenn man nicht auf den Bildern mit drauf ist. Und wir von Scientist Rebellion machen unsere Aktion zum Beispiel im Laborkittel, damit wir wirklich uns identifizieren und sichtbar sind. Wir halten den Begriff Wissenschaftlerin absichtlich ziemlich offen. Das heißt, man muss kein Professor sein, um mitmachen zu können. Wir sagen, wenn man die Ausbildung hat oder wenn man auch Student im höheren Semester ist, wenn man jetzt nicht komplett davon ausgeht, dass unser Bildungssystem Schrott ist, hat man trotzdem die Werkzeuge erhalten, zu verstehen, was los ist. Wenn man die Ausbildung hat, kann man die Literatur verstehen und erkennt diese riesige Lücke zwischen dem Wissen und dem politischen Nichthandeln. Und damit kommt einfach eine moralische Verantwortung, weil das sehen die meisten Menschen nicht. Und wenn wir erkennen, dass die Politik die Bevölkerung dementsprechend nicht aufklärt, sind wir einfach die Nächsten, die das übernehmen müssen, ob wir wollen oder nicht, weil da ein Vakuum entsteht. Und viele Menschen haben keine Chance, wirklich zu begreifen, was los ist. Genau. Für April
Wir sind gerade ganz heftig am Mobilisieren und das läuft ziemlich gut. Wir werden in über 19 Ländern weltweit aktiv sein. Wir haben jetzt schon 250 Wissenschaftlerinnen, die Arrestable Actions mitmachen, das heißt Aktionen, die zur Verhaftung führen werden. Ein paar Tage später werden wir mit noch mehr Leuten auf der Straße sein, mit so circa 1000 ist angepeilt bis jetzt, es können viel mehr werden, für Aktionen, die eher so im Bereich Ordnungswidrigkeit liegen. Das heißt, die Aktionen werden vom 4. bis zum 9. April stattfinden. Am 4. April wird nämlich dieser Teil des IPCC-Berichts veröffentlicht, den wir vorab geleakt haben. Und wie wir alle wissen, wird über diese Berichte ein paar Tage in den Medien berichtet, dann hört niemand mehr was davon und wir müssen dem halt einfach ein bisschen mehr Nachdruck verleihen. Genau, deswegen werden am Mittwoch, dem 6. April, High-Level-Aktionen stattfinden, wie Blockaden, vielleicht auch Sachbeschädigungen, Paint-Throwing, Farbe werfen, sowas. Und am Freitag dann am 8. und vielleicht auch am Samstag, dem 9. unsere berühmten Paper-Pasting-Actions, das ist so unsere Trademark-Aktion, wo wir großformatige wissenschaftliche Publikationen an öffentliche Gebäude anbringen, um das halt so deutlich zu machen, so hier ist die Wissenschaft und ihr, die in diesem Gebäude sitzt, ihr wisst das eigentlich, aber macht nichts. Ich finde, das ist eine sehr elegante Aktion für Wissenschaftlerinnen. Ich habe das übrigens mit Karl am Landwirtschaftsministerium im März gemacht und alles, was wir bekommen haben, war ein Brief von der Polizei, wo drin stand, das macht ihr aber bitte nicht nochmal. Also wir mussten nicht mal eine Strafe zahlen und das ist so ein bisschen auch, zeigt, was für ein Privileg wir auch haben. Ne? Also mit dem Laborkittel. Ich war bei der COP-Aktion auch eine Nacht in Gewahrsam, sollte am nächsten Tag dem Richter vorgeführt werden, war schon im Gerichtsgebäude, dann hat der Staatsanwalt alles fallen lassen und wir konnten einfach gehen. Nichts. Also das ist halt so der nächste Punkt. Wir als Wissenschaftlerinnen, die meisten von uns sind weiß aus dem globalen Norden, wir triefen einfach vor Privileg. Und es wäre moralisch total fragwürdig, das nicht zu nutzen. So, also uns geht es gut, wir haben nichts wirklich zu befürchten und auch die Polizei muss unsere Menschenrechte wahren. Die sollten uns nach Möglichkeit körperlich unversehrt lassen und uns Nahrung und Trinken geben und für eine Nacht im Gefängnis braucht man wirklich nicht mehr. Also das kann ich bestätigen. Genau. Und wir haben natürlich auch eine Big Picture Strategy und die ist wirklich, wir sind nicht reformistisch. Wir wollen wirklich eine Klimarevolution anstoßen, damit wir ganz schnell vorwärts kommen. Unser politisches System hat sich einfach als inhärent zu träge erwiesen, um den Herausforderungen gerecht zu werden und überhaupt agieren zu können, selbst wenn da gute Leute sind wahrscheinlich. Also die behaupten dann immer, sie kommen in der politischen Realität an, wenn sie einsehen müssen, sie können nicht das durchdrücken, was angebracht wäre. Und deswegen fordern wir halt neue Demokratieformen, wie zum Beispiel Bürgerräte, dass sowas ernst genommen wird und umgesetzt wird. Also wir machen kein Shenanigans. Also wir versuchen wirklich auch da Linie zu zeigen und standhaft zu sein und sagen, wir gehen hier nicht weg, bevor wir nicht sehen, dass ihr jetzt schnell genug was in die Wege leitet. Genau. Und dann außerdem möchten wir dieser Art der Rebellion, der Wissenschaftsrebellion, halt gerne das neue Normal werden lassen. So wie Greta, das war ein kleines Mädel, was sich auf die Straße gesetzt hat und 2 Jahre später war es eigentlich normal, dass die Jugend aufsteht und was tut. Und das fehlt halt in der Wissenschaft total. Also ich möchte jetzt auch nicht immer nur auf Wissenschaftlerinnen bashen, so es ist auch total wichtig, dass wir die Forschung machen und nur deswegen wissen wir überhaupt, in welcher Situation wir sind. Aber wir müssen jetzt auf der Straße, damit wir einfach ein klares Signal geben, so kann es nicht weitergehen. Genau, ja, das zu Scientist Rebellion. Vielleicht können wir dann Fragen noch dann in den Breakout Rooms beantworten, wo einzelne von uns mit da drin sind, auch wie ihr mit uns in Kontakt treten könnt. Nochmal als kleiner Tipp, guckt euch gerne unsere Webseite an, die ist wirklich, wächst gerade immer mehr, da kriegt man schon viel raus. Da sind auch nochmal die Wege aufgeführt, wie man mitmachen kann und das wird groß. Also das wird groß im April. Sowas hat es noch nicht gegeben und es wäre eigentlich schade, da nicht mit dabei zu sein. Also bei Glasgow hatte ich schon so ein bisschen FOMO, Fear of Missing Out, weil ich erst nicht hinfahren wollte und ich war dann so froh, dass ich es gemacht habe, weil Aktivismus ist auch nicht nur die ganze Zeit
gruselig, sondern man kann auch viel Gemeinschaft erfahren und man kann sich wirklich wirksam fühlen. Tatsu? Ganz kurz, dieser Wirksamkeitsmoment. Als Ende Gelände die erste Aktion 2015 glückte, was wir als Kern-Orga-Gruppe am Abend vorher nicht für möglich hielten. Und wir mit surfenden Leuten im Tagebau Garzweiler in der Grube waren. Das war ein Moment, also wir merkten, wir haben gewonnen. Und das war ein Moment, als würde ich eine Batterie voll puren Lebens anfassen und mich an ihr aufladen. Und ich bin so eine schwule Berliner Partynase. Es gibt kein High auf keinem Berghain Dancefloor, das ich damit vergleichen kann, mit diesem Moment, wo man merkt, shit, we did it. We won. Wir haben dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit, von der Fähigkeit in der Welt was zu bewegen, ist zusammen mit anderen Leuten, diese kollektive Ermächtigungserfahrung ist, it's just the best high in the world and I have tried a bunch of highs. Ja, danke. Genau, die Zahlen habe ich noch vergessen. Also mit dabei sind mittlerweile schon 10 Länder in Afrika, 7 Länder in Lateinamerika, die ganzen Nordic States, also die skandinavischen Staaten, die meisten Länder in Europa, Nordamerika, USA. Peter Kalmus macht mit, Arrestable Action, das läuft. Die Spanier sind sehr groß mit dabei. Die haben es jetzt schon in die News geschafft mit ihren Strikes, also neben den individuellen Aktionen auf der Straße rufen wir auch zu akademischen Strikes auf und Unibesetzungen. Wer da mitmachen möchte oder da was helfen und organisieren möchte, willkommen. Und ja, genau, also das ist schon gerade eine wirklich gute internationale Gemeinschaft und läuft.